Ne? Inzwischen sind es, glaube ich, schon fast wieder 45 Minuten, die ich hier spiele. Oh. Okay. Jetzt mal ernsthaft. Diese Tür ist zu. Also ich würde gerne an der Kinokasse Eintritt bezahlen, damit ich in das Kino gehen kann. Also das Bild war immer hier, auch wenn das, auch wenn die Möbel verschoben waren. Könnte mich ja auf die Idee bringen, dass ich nochmal zurück... Moment mal. Moment, Sparschwein. I got such a fucking good idea. Ich habe so eine scheiße gute Idee. Inventory? Munze? Put coin in piggy bank. Ja? So, jetzt ist da eine Münze drin. Jetzt könnte ich einfach mal durch die Tür gehen, um zu gucken, oder? Can you keep me awake? Big round eyes waiting to be fed. Okay, wurde gefüttert? Ja. Kann natürlich sein, ich mache damit alles wieder kaputt. Hier liegt sie nämlich jetzt am Boden. Auf der einen Seite Münze reingehauen, auf der anderen Seite kommt da ein Kinoticket raus bestimmt, oder? Movie-Ticket. Das ist so krank! Leute, das ist krank! Was soll der Scheiß? Habe ich das Ding genommen? Gott sei Dank. Die Frage ist... Moment. Bin ich jetzt richtig? Ich muss zum Kino-Dingsbums. Wie komme ich da hin? Da muss ich wieder einen anderen Kanal einstellen. Den 103, glaube ich. Ist schon ganz geil, wenn man dann so ein Rätsel mal löst, ne? Und dafür habe ich jetzt keine Lösung gehabt, ne? Das Uhrenrätsel war das letzte, was ich in dieser Lösung gesehen habe. Vielleicht habe ich auch einfach nicht weit genug gelesen. Weil die Lösung geht nur bis dahin und noch niemand hat das Spiel durchgespielt. Das kann vielleicht auch sein. So. Das ist doch jetzt mal was anderes. Das sieht interessant aus. Ja, natürlich ist die Tür zu. Ich muss ja irgendwo das Ticket abgeben. Hier. Good day and welcome. We hope you enjoy your movie. Hallo und willkommen. Wir hoffen, du magst den Film oder hast Spaß daran. Schauen wir mal. Vielleicht wird er auch gar nicht witzig. Muss ich was tun? Nee, Papa ist da? Ist Papa, oder? Oder? Dieser Lehrer? Okay. White Jade Deer Pendant. Das ist ihre Kette. Die wir ihr mal aus dem Ventilator am Anfang des Spiels geholt haben. Aus dem Lüftungsschacht.
Okay, also ich wage es an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, das Spiel hat zwei Enden, ein gutes und ein schlechtes. Ich weiß nicht, was hier noch gut und schlecht ist in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich bin auch jetzt eigentlich schon wieder ganz verwirrt, was immer noch nicht zu Ende ist. Kann ich da irgendwas abgeben? Das? Nein. Nein. Okay. Also ich hatte eigentlich gedacht, das sei jetzt eine... Also am Anfang, als ich angefangen habe, hier aufzunehmen, habe ich gedacht, es kann ja nur noch eine Sache von Minuten sein mit diesem Uhrenrätsel, bis ich das gelöst habe, ne? Inzwischen sind es, glaube ich, schon fast wieder 45 Minuten, die ich hier spiele. Oh. Okay. Ihr Bild muss noch hier sein. Eine Notiz auf dem Boden. Search Warrant. Search Warrant. Was heißt das? A search warrant issued by the district court with a list of public officials involved in a bribery scheme. Ich weiß es nicht. When I went home that day, father had already been taken away. I asked mom what did happened. What had happened. She quietly replied, dad got his hands dirty, but he'll live. Hearing this, I felt as if she was smiling underneath. Okay, also offensichtlich wurde ihr Vater, so wie es aussieht, von der Regierung, nehmen wir mal an, ist ja Kommunismus und so weiter und so fort, von der Regierung in Gefangenschaft genommen, weil er sich die Hände schmutzig gemacht hat. Aber er wird leben. Und als sie das hörte, fühlte es sich so an, als würde ihre Mutter unter, ja, innerlich ein bisschen lachen. Innerlich, sagen wir mal, underneath, also unter ihrer äußeren Erscheinung etwas lachen. Okay. Okay. So. Jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig, Axtverdammte. Was im Sparschwein? Ne, muss ich wieder was reintun vielleicht? Jetzt habe ich ja diese Kette wieder bekommen. Die hat mir offensichtlich dieser Lehrer geschenkt. Oder was auch immer er ist. Jetzt wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mal einen Blick ins Schlafzimmer zu werfen, weil da lag der Papi ja eigentlich rum. Weil ich da immer noch rum. Okay, gleiches wie vorher. Alles fein. Dann wird sich hier wahrscheinlich auch nichts geändert haben. Das sind wieder die Uhren. Den kann ich nichts machen. Okay. Gut, dass ich da nicht wieder was machen kann. Ja. Aber es könnte echt jetzt langsam zu Ende sein, das Spiel. Das habe ich schon während des Livestreams gesagt. Und ich glaube auch, ja, ach. Will mich ja nicht aufregen. Auf jeden Fall ist es jetzt langsam, aber sicher mal an der Zeit, dass das Spiel fertig wird. Ganz im Ernst. Es muss jetzt mal ein Ende haben. Es ist... Es ist mit 3 bis 4 Stunden Spielzeit angegeben. Ich sag's immer wieder. Ich meine, ich weiß ja, dass ich auch immer ein bisschen länger brauche. Oder meistens ein bisschen länger brauche für die Spiele. Aber doppelt so lang. Und so, solche Geschichten, das... Ja gut, das ist inzwischen zur Regel geworden, glaube ich. Also wenn irgendwo steht hier 8 Stunden Spielzeit, dann gehen wir gleich mal von 16 Stunden aus. Okay, also jetzt stellen wir nochmal die andere Radiofrequenz ein, weil ich absolut nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob die Kette irgendwo hin muss. Ich weiß nicht, ob der Papierflieger irgendwo hin muss. Das Ding ins Sparschwein tun? Nö. Das ist schon aufregend, hier ist alles so aufregend.
Ihr habt null Checkung, ganz ehrlich. Null Check, also null, ja. Nichts weiß ich, nichts verstehe ich. Ja. Ja gut, jetzt gehen wir halt wieder durch die Tür. Was willst du denn machen? Okay. So. Also da war vorher ein Papierflieger. Nein, nicht Pause. Probieren wir Spaß haben, mal die Kette hinzu. Nee, geht nicht. Okay, dann muss es der Papierflieger sein. Es ist nicht der Papierflieger. Freunde der Nacht, was soll ich denn tun? Es wird bald wieder Nacht, wenn ich hier so weitermache. Aber echt, ohne Witz. Meine Herren. Ja, lass mich... Ich konnte doch irgendwie... Moment. Inspect. So. Around my neck, I'm sentimentally attached and dependent on it. Okay. Also um meinen Nacken herum bin ich daran irgendwie sentimental gebunden. Dependent weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt sollte man den Papierflieger mal genau inspecten. Toss my worries out and receive your guidance. Okay, wirf meine Bedenken weg oder raus. And receive your guidance, also und empfange deine Führung irgendwie. Also jemand soll mich führen. Sie will wohl ihre Ängste ablegen und sich führen lassen. Oder halt jemandem folgen auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch alles schön und gut. Und dass das was mit diesem Lehrer-Typi da irgendwie zu tun hat. Oder was auch immer der auch tatsächlich ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Es muss jetzt irgendwie mal ein Ende haben hier. Es muss eine logische Erklärung geben hier. Oder einen logischen Weg, sage ich jetzt mal. Muss ich das Flugzeug irgendwo aus dem Fenster schmeißen vielleicht? Hier ist ja auch kein Punkt, den man irgendwie untersuchen kann, ne? Dann hätte ich ja so ein Lupensymbol. Abgesehen jetzt mal davon. Das macht nichts, es passiert nichts. Die wird wieder zu sein? Ja, die ist jetzt zu. Ich werde gerade wieder ein kleines bisschen angesäuert hier, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Passiert jetzt das, was mir die ganze Zeit in diesem Spiel immer wieder passiert ist, dass ich diese eine Stelle, an die ich muss, eben nicht finde, beziehungsweise nicht weiß, wie ich dahin komme. Im Moment weiß ich aber weder, was ich mit dem Papierflieger machen soll, außer ihn vielleicht irgendwie wegzuwerfen, wie meine Sorgen von mir wegzuwerfen, also ihre Sorgen jetzt, oder sonst was. Ich kann ja jetzt auch nur zwischen diesen drei... Gut, dass ich Sachen aufhebe, die rumliegen, ne? Assignment Book. Schauen wir uns das mal genauer an. Ja, ich will das... Ich will sie mehr anschauen, so. A reasonable excuse to enter the counseling office. Okay. A reasonable excuse to enter the counseling office. Okay, das ist ein Grund oder eine Entschuldigung, um dieses Büro zu betreten. Counseling office. Und wo war das? Nochmal dieses Büro. Ja, alles schön und gut. Tolles Spiel. Echt tolles Spiel im Großen und Ganzen. Tolle Atmosphäre und so weiter und so fort. Aber wenn du nichts checkst, ja, wenn du nichts checkst, wenn du Dinge einfach tust, weil du sie tun kannst und weil du am Ende auch nichts anderes tun kannst, als das, was du tust, wenn du nicht verstehst, warum du es tust die ganze Zeit, dann ist das doof. Ich meine, dass die Dame hier einen psychischen Knacks weg hat, das wissen wir inzwischen.
Ist relativ offensichtlich. Familiäre Probleme und so weiter und so fort. Ne? War auch in Behandlung, so wie es aussieht, deswegen. Aber was da jetzt, wie genau hier, warum passiert, fragt mich nicht. Ich komme nicht klar. Ich dachte, es könnten nur noch Minuten sein, die ich das Spiel spiele. Ich habe zu Beginn dieser Aufnahme mit maximal einer Viertelstunde gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Ach, ich bin in der Baum. Hi. Hi! Was sollen diese riesigen Fische? Dieser eine riesige Fisch. Fischgräte. Flieger wieder. Da liegt wieder ein Papierflieger. Da liegen wieder viele Papierflieger. Nägel in den Bäumen. Ich weiß es doch nicht. Oh, guck mal. Schade Figürsche. Was willst du denn? The teacher's desk. On it are plenty of assignment papers. Also einige Vertragspapiere. Und der scheint jetzt auch an seinem Tisch zu sitzen, ne? So, jetzt erscheint es mir äußerst sinnvoll, diese Papiere dort auch zu platzieren. Was immer auch jetzt passiert. Miss Fang. The counseling process is near its end. Okay, der Counseling-Prozess ist kurz vor dem Ende. I'm glad you're back on... Ich bin freue mich, dass sie zurück sind. And hopefully won't be needing me anytime. Ich hoffe, sie brauchen mich. Nicht mehr? If there isn't anything else you... Warum kann ich das jetzt nicht in Ruhe lesen? I still have plenty of assignment to look at. Ich muss mir immer noch ein paar Sachen angucken. Ich bin mit dem Lesen nicht hinterher. Kommt mir leid, Leute. Oh, bekomme ich wieder was Neues. Ich weiß es nicht, was ich noch machen soll. Jetzt habe ich wieder... Was habe ich hier? So. It's over. No matter what's been written on here, there is only farewell. Okay, es ist vorbei. Egal, was hier steht, es ist nur noch Abschied. Es gibt nur noch Abschied. Okay. Ja, jetzt bewegt sie sich ja wenigstens auch mal. Okay, es gibt nur noch Abschied. Oh, schöner Querstreifen. Hoffentlich ist er nicht mit in der Aufnahme drin. Wenn doch, was soll ich tun? So. Nur noch Abschied. Vielleicht bei Papa verabschieden gehen? Weiß nicht. Papi, soll ich Tschüss sagen? Nö. Alles das Gleiche. Okay, ich nehme an, es passiert... Ah, ich will es aber wissen. Es wird ja auch nichts weiter anderes sein, ne? Die Uhren werden trotzdem noch hier sein. Ja, die in der Mitte ist blutig. Und sie tropft. Das habe ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Haben wir noch nicht so drauf geachtet. Aber da ist auch kein Symbol, dass ich da irgendwas machen könnte. Darum mache ich da auch nichts. Geht ja gar nicht. Unglaublich. So. Also gut. Längere Lade. Oh! 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 Der Radio? Geht nichts mehr. Keine Frequenz mehr. Alles scheiße, alles weg. Ich werde speichern. Nur für den Fall. Okay, hab ich gespeichert. So. Schauen wir mal, was jetzt passiert.